Recht herzlich willkommen zur 44. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal habe ich die falsche Richtung gewählt, Westen, glaube ich, und ich muss nach Osten fliegen, um mit dem, was wir da gebaut haben, dahin zu kommen. Wo ist da los? Da. Das war sie, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das ist schon so richtig, ne? Gut. Und da müssen wir den Piloten haben. Ah, die Touris sind gar nicht mehr da. Interessant. Haben wir das dann nicht geschafft, oder wie sehe ich das? Da möchte ich doch noch mal gerade nachgucken. Das ist ja echt doof, ne? Jetzt ist nur die Frage, wo ich das finde, ne? Test MK, MK. Hier ist es, der Pandora und verfügbar, okay. Und die jetzt hier irgendwie dabei, Ferry Whip. Tja, weiß ich auch nicht. Ja, Ferry 3 Tourist, 23, Test, Test, Ferry 2 Tourist, Safety to their Destination. Ich glaube, das nehmen wir dann nochmal an. Und das. Ja. Ich glaube. Ist das jetzt? Das ist die Frage: Suborbital, Spaceflight und Kerbin. Ich glaube, das ist schon okay so, oder? Mitmals und Encars. Und der will einen Orbit haben. Okay. Und der nur ein Suborbital. Ja, wir probieren es einfach wieder, ne? Dann ist alles gut. Zurück. Dann gehen wir dahin. Die war's. Den Ingenieur müssen wir gegen den Piloten austauschen. Und die beiden Touristen müssen wir mitnehmen. Gut. Und das war's schon, oder? Dann wollen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen. So. Stehen tut sie schon mal. Irgendwas ging hier nicht, hatte mir der Dralo gesagt. Ich weiß aber nicht was. MechJab funktioniert nicht richtig, hat er gesagt. Oder was war das? Ich sollte es deinstallieren. Ich habe es jetzt mal drinnen gelassen. Vielleicht war nur reiner Zufall oder sowas. Also da ist auch auf und zu machen, alles klar. Höhe sehe ich hier oben, 15,7 Meter ist das Messgerät wahrscheinlich hoch. Und ich gehe mal gerade auf die Karte. Drehe die mir so hin, dass ich was sehe, passend schon mal. So. Bis dato bin ich, glaube ich, nach da geflogen und ich muss jetzt nach da fliegen, oder wie ist das? Naja, hier unten ist klar der Navball, das wusste ich auch schon vorher. Das habe ich ja schon benutzt, da hat der Drallo nochmal geschrieben, dass man dann da auch steuern kann. Alles gut. Ja, aber jetzt fliegen wir dann nochmal, ne? SAS an. Und dann würde ich sagen,
Checken wir gerade nochmal durch, ob das alles hier so richtig ist. Ja, das passt auch. Das geht. Dann da, da. Okay, das müssen wir dann nachher sehen, dass wir es hinkriegen. Gut, dann würde ich sagen, geht's los. 3, 2, 1, Start. Nicht auf Vollspeed gemacht, so ein Shit. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein Problem. Okay. So. Jetzt versuchen wir mal da hinzukommen, dass wir das irgendwie so hinkriegen, frühzeitig darüber zu lenken, ne? Bisschen mehr. So. 11.000. Dann schwenken wir nochmal mehr ein. So, wie sieht's aus? Hier ist 18.000. So, und? Ja, gar nicht mal so schlecht, glaube ich. 31.000. Gucken wir mal, ob das so einigermaßen wird. 40.000. Da ist der Tank leer. Aber nicht schlecht. Okay. Jetzt müssen wir uns gleich nur von dem anderen trennen, ne? Ich glaube, jetzt müssten wir schon so fliegen, um nicht zu hoch zu kommen, ne? Oh, wir sind schon auf 80.000. Gucken wir, dass wir jetzt einen Orbit hinkriegen. Aber wahrscheinlich mal wieder zu gut gelenkt, ne? Aber obwohl, wir haben ja noch relativ viel Treibstoff. Könnte eigentlich funktionieren. Wir steigen noch, das heißt, machen wir mal so. Ich glaube, wenn ich die Apoapsis... Ah, das war wohl doch eben zu viel, ne? Wenn ich die Apoapsis einhole hier, ne? Dann spare ich Sprit, ne? Oder wie war das? Ich glaube, wir fliegen da mal näher ran und steigen dann wieder ein, wenn wir hier näher sind. Obwohl, wir sind hier im luftleeren Raum. Eigentlich spielt das, glaube ich, keine Rolle. Sind wir schon im luftleeren Raum? Das ist ja klar, es ist ja schon die Musik anlaufen. Dann ist man ja schon im luftleeren Raum. So, jetzt wächst die ganze Geschichte gut. Ich nehme mal ein bisschen Geschwindigkeit weg. Ja. Sieht irgendwie doch komisch aus, dass ich es gleich nicht schaffe, die Apoapsis hinzukriegen. Die Periapsis kommt nicht. Wieso? Irgendwie geht das gerade falsch ab, ne? Ich mach mal gerade erstmal Schub runter. Wir haben nicht mehr ganz viel, das heißt, ich muss jetzt hier ihn hier machen. Ah, da ist ein Tourist.
Er ist dann der Richtige, ne? So. Kann ich einen Statusbericht schicken? No Target. EPA Report, da ist er doch. Okay, und Keep Data, denke ich. Und das war's dann. Dann gehen wir boarden wieder. Ich hoffe, das war so richtig. dann haben wir hier noch. Analysieren wir das natürlich. Da gibt es 35%, die soll ich auch behalten. So, und hier ist jetzt natürlich keine Apoapsis da, ne? Weil das irgendwie wieder falsch gelaufen ist. Ich... Ich mach mal den Rest noch raus, ob eine Periapsis erscheint. Aber ist jetzt leer. Das war es dann auch schon wieder. Suborbitaler Flug ist geschafft worden. Na, da kommt er jetzt. bis 84.000 Meter. Da müssen wir den Separator dann testen. Wir sind dann aber jetzt da oben auf 89.000, unter 88 steht es da. 84 müssen wir. Also dann kommen wir jetzt wieder runter langsam. Und ich muss dann den dort auslösen, ne? Und den kann ich auch hier unten ändern, ne? Wenn ich jetzt dann löse, mache ich den ab und das ab, glaube. Triebwerk geht weg. Ne, wird gezündet. Ne, wurde schon gezündet, ne? Dann ist es das. Ja. Höhe im Auge behalten. Jetzt geht's wieder runter. Fallschirm. Soll dann auch noch testen, genau. Zwischen 1000 und 10.000 Meter, ja. Jetzt sind wir gleich in dem Bereich, wo wir den Test machen müssen. Und das hat aber nicht funktioniert. Ah, weil wir keinen Orbit haben, alles klar. Das ist nur ein suborbitaler Flug, deswegen war das wohl nix, alles klar. Gut, ist aber nicht schlimm. Den machen wir da rein. Und dann können wir das auch abtrennen, oder? Wenn es denn... Ach so, hier ein weg. Oh, ich glaube, Houston, wir haben ein Problem. Ah, jetzt hat's gegangen. Ich weiß nicht, warum es nicht wollte, wie ich wollte. So, 85.000. Und das ist jetzt der Schirm, den wir testen müssen, ne? Und da waren die Testbedingungen. Wir fliegen gleich, ne, sind wir nicht, weil wir im Weltraum sind. Zwischen 1000 und 10.000 Meter müssen wir den anmachen. Wir sollen zwischen 300 und 800 Geschwindigkeit haben. Ja. Guck mal, wir haben sogar... Nee, die... Achso, wir sind da gerade vorbei. Ich wollte gerade sagen, wir haben sogar eine Periapsis, aber die ist gar nicht da. Aber ich glaube, da hat nicht viel gefehlt. Wer weiß, was ich da verkehrt gemacht habe, ne? So 1000 und 10.000 Meter ist dann unser nächstes Ziel, ne? Kann man da irgendwie noch einen Statusbericht jetzt machen?
Experiment. Okay. Ich hoffe, das war alles so richtig. Das waren 35%. Okay. Irgendwie kriegen wir da auf jeden Fall ein paar Punkte, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das schön ist. Was kann man denn noch machen? Das sind Batterien. Haben wir hier irgendwie noch was zum Anklicken? Ne, ich glaube nicht mehr. Ne, jetzt ist auch schon zu spät. Control von hier will ich nicht. Wir sind unter die 70.000. So, jetzt haben wir das erstmal wieder stabilisiert. Wo müssen wir? Da müssen wir hin, ne? Das sollte jetzt unsere Flugrichtung sein, oder? Ne, das ist genau falsch rum, oder? Ne, da ist kein Strich durch. Der ist da, das ist hinten. So, ich glaube, jetzt ist es richtig. Hitzeschild ist hier unten. Angeblich brauchen wir das auch nicht. Wir werden sehen. Time to apoapsis. Okay. Vertical Speed, Horizontal Speed. Biome ist Highlands. Okay, das wird hier auch angezeigt. Ja. Sorry. Sieht hier aus wie so eine Landebahnbeleuchtung auf der rechten Seite, ne? Die Sterne da, die vier. So. Muss da nicht jetzt langsam Atmosphäre kommen? Ja, wir sind am Rand, ne? Jetzt sind wir hier auch schon wieder am Fliegen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Geschwindigkeit passend haben und die Höhe. Und dann darf das Ding nicht abreißen oder so, ne? Aber wird schon werden. Kilometer runter. Tja. Alle glücklich hier? Immer weiter runter. Ist schon glühend heiß hier. Wir bremsen halt auch immer mehr ab dadurch. Obwohl, wir sind doch verdammt schnell, ne? Okay, jetzt wird es ein bisschen unbequem. Fängt an zu ruckeln. Geschwindigkeit ist verdammt hoch noch. Meter. Jetzt geht die Geschwindigkeit mehr und mehr runter. Tauchen ziemlich flach halt ein, ne?
Dann bremst es langsam ab. Sind die Geschwindigkeit zu messen für den Schirm. Ja, sieht schon krass aus, muss man sagen, ne? Oben haben wir 18.000. Ja, 6.000 und da unten noch 200. Das wird wieder so eine knappe Geschichte, denke ich mal. So, 800 Geschwindigkeit haben wir jetzt für den Schirmtest auch gleich. Jetzt ist nur die Geschwindigkeit darf nicht unter 300 fallen. Und wir müssen aber unter 10.000 sein. Und das ist die Schwierigkeit, ne? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und ich mache raus, hat keinen Sinn. Test bestanden. Diesmal hat es geklappt, ich weiß nicht warum. Das beim letzten Mal nicht ging und beim diesem Mal ging. Erst war abgerissen. Glaube ich, oder? Aber das ist jetzt auch nicht so wild. Einfach aus dem Grund, weil wir ja noch zwei haben. Ja. Irgendwie ist es 700 Meter hoch ungefähr hier, glaube ich. Müssen wir gleich die anderen Schirme noch rausjagen. So. Ich glaube, wir machen sie jetzt mal raus. Und wir dann sicher landen werden, ne? Zwei Touristen dabei. Jetzt geht er auch schon auf die Schirme. Interessant. Ja, 700 Meter ist es. Kommt hin. Ja, sollte funktionieren, ne? Ja, okay, wir haben den Test geschafft. Da waren wir knapp dran, sozusagen, weil der Orbit nur fehlte. Tja, und die beiden haben den suborbitalen Flug gehabt. Er hier den orbitalen nicht. Also der eine wäre geschafft, der andere nicht. Und dann wollen die noch an der Position auch noch, oder was? Ist das so? Weiß ich nicht. Spielt jetzt aber auch gar keine Rolle erstmal. Ja. Hier ist noch ein Ruhkanister, ne? Shit, den hätten wir auch noch benutzen können, ne? Jo. Da ist jetzt nichts Besonderes bei passiert, ne? Und auf der anderen Seite ist ja auch noch einer, ne? Gut, da sind wir gelandet gleich. Und zwar jetzt. Alles gut also. Hubschrauber kann kommen und uns abholen. Und hier können wir noch analysieren. Bringt das noch was? Ja. Keep Data. Und jetzt stelle ich mir noch die Frage, der Dralo hatte geschrieben, dass ich hier den Test noch irgendwie machen soll oder was, wenn ich das aber überschreibe. Zurücksetze, dann ist das von da oben weg, oder? Hm.
Also hier ist nichts passiert. Da können wir nochmal Reset Equipment machen, oder? Ah, da kriegst du auch nochmal was. Eventuell solltest du aussteigen und schieben, toller Spruch. Experimente ansehen. Okay. Gut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das gut oder schlecht alles ist, was hier gerade war. 19 Punkte hatten wir, glaube ich. Jetzt recovern wir. Ja, oder? Ich will jetzt auch nicht irgendwas falsch machen. Aber ich mache jetzt einfach so und dann werden wir sehen, was dabei rumkommt, ne? So. Haben wir alles zurückgeholt. Ja, Science-Punkte doch tatsächlich hier 25 diesmal. Das waren ja ordentlich. Wir haben 44 und ich glaube, mit 44 können wir was freischalten, ne? Refunds. Erfahrung, Erfahrung und nix. Gut, dann gucken wir mal gerade hier rein. 45, du glaubst es nicht. 0,2 Punkte fehlen uns da. Ja, gut, okay. Würde ich sagen, müssen wir da nächstes Mal dran arbeiten. Ah, da sind so Sachen für ein Flugzeug, glaube ich, alles, ne? Und hier. Struktur. Ja. Ein Dekoppler. Ein Adapter und die Startrampe halt, okay. Gut. Würde ich sagen, soll reichen für die Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.